wichtig ist, dass es sehr verlässliche Künstler sind, auf die man sich verlassen kann. Das ist so schon der sicherste Wert. Und ich denke, dass das immer wichtiger wird, dass es auch das Kunstwerk dann auch, dass man weiß, dass es wirklich einen Wert hat. Ich würde auf diese Künstler, Künstlerinnen setzen, von denen man weiß, dass sie wirklich eine Qualität garantieren. Und das gibt sicher verschiedene zur Auswahl. Ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber ich denke, das ist das Entscheidende. Also eine Qualitätsgarantie. Ja, wo man weiß, das soll Kunst sein, die nicht allzu sehr irritiert, weil das ist irgendwie, hat sich als nicht produktiv erwiesen. Diese Art der Kunst ist oft eine vermeintliche Qualität. Also es soll wirklich auch sehr gut verständlich sein und so, dass man wirklich auch die Aussage 1:1 übersetzen kann. Also auch im Sinne einer Effizienz. Die Leute haben heute nicht mehr viel Zeit im Museum oder in einer Galerie, dass das Kunstwerk wirklich möglichst kurzer Zeit verstanden wird. Und auch eine allgemeine Definition. Auch um eine Klarheit zu schaffen. Also wichtig scheint mir, dass man wirklich nur auf Künstler setzt, die bereits schon eine gewisse Reputation haben. Auch wo man überprüfen kann, dass sie Erfolg, einen gewissen Erfolg garantieren. Die auch in verschiedenen Zusammenhängen positiv in Erscheinung getreten sind. Also das ist sicher sehr wichtig, um da eine gewisse Basis zu haben.